So, hallo, hier ist euer One vom PocketPC.ch. Immer noch am Microsoft-Stand. Die beiden Smartphones haben wir euch schon vorgestellt. Wir wollen euch noch das faltbare Microsoft-Keyboard zeigen. Das ist eine sehr niedliche Sache. Also uns persönlich gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist wasserabweisend und was noch wichtiger ist, es ist faltbar. Und das ist tatsächlich, also wenn man schon sieht an der Größe meiner Hand, zum Vergleich noch einmal das Lumia 640 dazu. Also es ist tatsächlich, wenn es halt gefaltet ist, tatsächlich nicht sehr groß. Und das macht es sehr, sehr praktisch. Ich nehme es jetzt einmal mit in die andere Hand und klappe es auf. Hier haben wir also unsere Tastatur. Es ist ein volles Querz, beziehungsweise in diesem Fall, weil es jetzt derzeit ein amerikanisches Layout ist. Es ist eine QWERTY-Tastatur. Sie ist eigentlich mit allem ausgestattet, was man so braucht. Es gibt sogar diverse Function Keys, um zum Beispiel lauter, leiser zu stellen, zu muten. Es können bis zu zwei Geräte sich mit dem Keyboard verbinden. Somit könnt ihr quasi zwischen den beiden Bluetooth-Function-Buttons oben hin und her schalten. Was auch relativ wichtig ist, ist, hier oben sieht man es schon, und zwar hier stehen iPad, iPhone, ein Android-Männchen und das Windows-Logo. Es ist mit allen drei Betriebssystemen vollends kompatibel und funktioniert auch so. Die Haptik ist ganz gut, der Druckpunkt orientiert sich so ein bisschen an Chiclet-Tastaturen, allerdings sind die Tasten etwas wabbelig. Sie sind nicht steif im Gehäuse verbaut, aber das hat schon seinen Sinn, denn das hier, die Oberfläche, also das Coating, fühlt sich an so ein bisschen wie eine Mischung aus Polyester und Stoff. Das ist allerdings absichtlich so gewählt, denn die Oberfläche perlt das Wasser ab. Das heißt, es ist auf eine gewisse Weise hin spritzfest. Es ist aber nicht komplett wasserdicht. Es ist halt spritzfest und das Wasser perlt quasi wie so ein Lotus-Effekt von der Tastatur ab. Aufgeladen wird es per Micro-USB hier. Stilecht, wie wir es von vielen anderen Geräten auch kennen. Die Tastatur an sich kostet in den USA, oder wir haben erstmal nur das Pricing für den amerikanischen Markt, das sind $99.95, also um die 100 US-Dollar wird das kosten. Und jetzt haben wir euch auch mal die Tastatur gezeigt. Es gab einige User, die noch mal ganz gerne sehen wollten. Wir wollten sie euch nicht vorenthalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, shared es, liked es, teilt es, whatever, wie ihr gerne möchtet. Wir würden uns freuen. Euer One von PocketPC.ch.